Making of von Rigga Ding Dong Song. Der ist echt genial. Das sieht wirklich voll echt aus, wie der sich bewegt. Und wir haben so ganz, ganz große, riesige Pferde. Und da drüben ist Vickys Pony. Sie ist gerade schon beschäftigt. Und ich gehe jetzt mal zum Set. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt ganz alle nochmal gespannt diesen Film hier an. Und wenn ihr erfahren wollt, was ihr morgen noch Schönes erleben, dann schaltet morgen einfach wieder ein, oder? Also stören wir die anderen mal nicht. Es geht auch gleich weiter, die Sonne ist gleich weg. Wir müssen ganz, ganz schnell wieder ans Werk. Passt ihn noch, dann ist das Ding fertig. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig drauf und freuen uns natürlich, dass ihr uns wieder zugeschaut habt. Und wir sehen uns. Jetzt soll ich eine Hirschkuh, ein Faunweibchen oder eine Uhu-Dame anlocken. Aber wie schreit jetzt ein Männchen von einer Hirschkuh? Bestimmt so total. Vicky kann das übrigens auch, was sie gerade gesehen hat. Sie traut sich nicht so ganz, weil sie jetzt einen Rock anhat. Aber ich kann es in Wirklichkeit gar nicht ganz so. Oh Gott, das würde ich gerne. Das war natürlich alles nur ein Scherz. Nein. Ich kann doch niemals gerade auf so einem Skateboard stehen. Aber wir probieren es nachher mal auf jeden Fall und lachen über die Vicky. Alle gemeinsam. Du kannst es auch nicht. Nee. Hat doch geklappt, wunderbar. We have a lot of Spaß. We have a lot of Spaß. We had a lot of Spaß here. Yeah. Eine jede Menge Spaß. I show you. Jeder von uns hatte sein ganz, ganz eigenes Pferd und es war lustig, dass jedes Pferd seinen eigenen Charakter hatte, wie wir von Sharona. Eigentlich habe ich ein bisschen Angst vor Pferden, aber es ist doch schon gut gelaufen. Mein Pferd war nur ein bisschen faul. So, das in der Hintergrund, da sind so richtig hübsche Mädchen dabei. Total nett. Ja, ich habe mich das schon mit Paul unterhalten. Genau. Der Enrico auch, der ist auch hin und weg. Und die Szene steht nämlich noch bevor. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ich war gerade das Model. Und, ja, mal sehen. Wir machen Party. Die Kameras sind eh nicht da. Und wir feiern eine Runde. Wir haben alle irgendwie höchstens 10 Minuten geschlafen diese Nacht, weil wir so aufgeregt waren wegen Österreich und wegen Wien. Hochsommer und vielleicht geht die Post ab. Nee, weil wenn wir tanzen und da ist zu viel Öl drauf, dann flutscht mir die Vicky nachher weg und landet in der Pfütze. Und deshalb mache ich das wieder weg. Könnt ihr an? Ja, den darf Enrico gleich reiten. Wir gehen nach. Die Mädchen werden schon mal, glaube ich, eingeleitet in die Pferdereitkunst. Und wir bleiben hier bei dem süßen Mädchen. Und da man ins Flugzeug kein Haarspray mitnehmen darf, sind wir jetzt ganz, ganz schnell in diesen Drogeriemarkt und werden da jetzt Haarspray holen für Vicky und mich, weil sonst sterben wir hier. Das geht gar nicht ohne Haarspray. Also der Tag war gerettet und ohne Haarspray wäre gar nichts gegangen. Wir sind wahrscheinlich nur 3 Stunden in Wien, aber haben 3 Flaschen Haarspray. Und ja. Also nicht wundern, dass ich hier mit einer Kiste rumlaufe, weil da sind nämlich unsere Autogrammkarten drin. Oh Gott, die Leute denken, wir sind krank. Ich habe mehr mit Schauspielerei am Anfang zu tun gehabt. Also schon seit ich klein bin, eigentlich im Kindergarten, stehe ich auf der Bühne und bin da auch sehr gerne, fühle mich da sehr wohl. Guten Morning oder guten Mittag. Wir sind hier im Mellow Park in Berlin, in meiner Heimatstadt, in Millers Heimatstadt natürlich auch. Ja, wir sind